Hallo, da ist der Georg. Die Karin ist ja gerade ihre Outfits zusammensuchen. Das kann ja ein bisschen dauern meistens, weil sie ja einige Dinge auch beachten muss, aber darauf wird sie, glaube ich, später auch zurückkommen. Ich bin ja der Kamera-Guy quasi, ich mache die Fotos und Videos und schneide sie dann auch, bearbeite die Fotos. Und viele Nachrichten erreichen uns natürlich auch mit einigen Fragen, und wir wollen euch jetzt in einem kurzen Video vielleicht die ein oder anderen Tipps geben, wie wir so angefangen haben, wie wir uns quasi weiterentwickeln wollen und was es so alles zu beachten gibt. Also eine von den wichtigsten Fragen, die uns erreichen von euch, ist immer die Frage, welche Kamera wir benutzen, mit welchen Kameras arbeiten wir. Und das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Kurz zur Geschichte, mit welcher ich begonnen habe. Also ich habe mit einer ganz simplen Spiegelreflexkamera aus dem Saturn angefangen, mit der 650D. Die ist ganz nett, sage ich mal. Kann natürlich weit nicht so viel mit denen, die wir jetzt fotografieren. Aber ich habe mich damals schnell dazu entschlossen, ein Sigma-Objektiv zu holen. Sigma heißt die Marke. Ist jetzt nicht irgendein Fachbegriff, den man wissen muss. Das ist ein 35mm Objektiv. Es kann nicht zoomen, sage ich mal, wenn ihr das wollt, dann das kann es nicht. Aber es kann eine brutale Tiefenschärfe erzeugen. Und das kommt auf den Fotos brutal gut an. Und ich glaube, die Fotos gefallen euch. Also kann ich das euch nur sehr, sehr warm empfehlen, sage ich mal. Es kostet so um die 700 Euro, was schon sehr teuer ist, muss ich echt sagen. Im Vergleich, die erste Kamera, die ich da habe, hat um die 300 Euro im Sonderangebot gekostet. Es war schnell klar, aber dass wir uns weiterentwickeln wollen und noch besseren Content und auch bessere Fotos machen wollen. Und bessere Fotos bekommt man natürlich, wenn man eine bessere Kamera wieder kauft, sich zulegt. Wir sind dann schnell drauf gekommen, dass wir vielleicht nicht mehr zum Saturn oder Mediamarkt gehen wollen, weil ich das schon empfand, dass die Beratung dort jetzt auf jeden Fall nicht die beste ist. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass dann wirklich ein Profi vor mir stand und mir sagen kann, ich brauche die oder jene Kamera und möchte das oder dies erreichen. Deswegen haben wir uns entschlossen, zum Kücher nach Salzburg zu gehen. Weil das einfach ein Profigeschäft ist. Also die beschäftigen sich mit nichts anderem als mit Kameras, mit Video, Audio und so weiter. Von dem her haben die uns dann empfohlen, quasi als Einstieg zur Vollformatkamera, die Canon 5D Mark III ist das, genau. Die ist schon ein bisschen größer als die Spiegelreflexkamera, die wir am Anfang hatten. Da ist jetzt kein Objektiv drauf. Und kann natürlich gegenüber der hier, ja, das kann man gar nicht vergleichen, das ist eine andere Welt. Ich zeige euch mal kurz, wie das mit dem Objektiv aussieht, damit ihr mal ein Gefühl habt, wie groß die Kamera dann wirklich ist. So, das ist das ganze Ding. Sehr groß und sehr schwer. Wäre nicht constantly okay, wenn wir nicht mehr weiterdenken würden. Unser nächster Schritt war neben dem Videomaterial, neben dem Fotomaterial, das habe ich schon gesagt, das Videomaterial. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, auf unserem Blog und auf Instagram, Facebook tauchen immer mehr Videos auf, wo Karin bei der Fashion Week in New York war, in Mailand. Von dem her habe ich mich natürlich gefragt, ja, funktioniert das jetzt mit der Canon Mark III? Genauso wie wir uns das vorstellen. Viele Fragen, wo gehen wir hin? Wieder zum Kücher, weil die uns einfach schon mit dieser Canon einen sehr guten Deal quasi eingefädelt haben, und wir haben eine große Freude mit den Tipps, die uns gegeben haben. Von dem her gehen wir da wieder hin, und sie haben uns wärmstens die Sony Alpha 7R II empfohlen. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich ja gerade damit aufnehme. Aber ich kann nur sagen, mit der haben wir auch sehr, sehr große Freude. Kann eigentlich alles, was man so sich wünscht, und macht brutale Videos. Ich glaube, ihr habt schon das Video aus New York und aus Mailand gesehen. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen.
Also so viel zu den Kameras, die wir so verwenden. Und jetzt geht's weiter mit ein paar Shooting-Tipps, wenn ich das so sagen darf. Ich bin jetzt auch kein Vollprofi, muss ich auch sagen. Vielleicht versteht einer von euch da draußen viel mehr von Fotografie oder von technischen Feinheiten von den Kameras. Aber um das geht's jetzt nicht. Es geht einfach um grundlegende Dinge. Und ich habe schon einige Shootings gemacht. Von dem her kann ich euch vielleicht das ein oder andere mit auf den Weg gehen. Viel Spaß damit. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich um 2 oder 3 am Nachmittag am liebsten shoote, so ist es nicht. Das ist einfach lichtabhängig. Am liebsten eher so gegen späteren Nachmittag, wenn das Licht ein bisschen weicher ist, so sagt man das in der Fotografensprache, glaube ich. Weil wenn es jetzt um 12 Uhr oder mittags voll runterbrennt, und dann wirkt das Licht sehr hart, und deswegen empfehle ich euch, geht es einfach relativ früh raus oder relativ spät, beziehungsweise wenn es eben schattig ist, beziehungsweise bewölkt, dann kann es natürlich auch sein, dass um 12 Uhr mittags ein super Licht ist. Das ist einfach abhängig von den Tagen. Wenn es schön Wetter ist, gehe ich eher lieber früher bzw. später raus. Also wir wechseln unsere Locations gar nicht so wild, muss ich ehrlich sagen, weil wir sehr auch darauf bedacht sind, dass unser Erscheinungsbild sehr klar ist, dass das Outfit im Vordergrund steht. Es bringt nichts, wenn du mit einem brutal aufregenden Outfit vor eine gelb-grüne Blumenwiese gehst und hoffst, dass es dann raussticht, sage ich mal. Ich meine, es gibt schöne Fotos, es gibt Leute, die das echt gut können. Wir für uns sagen, der Hintergrund ist so neutral wie möglich. Weiße, graue Wände. Auch immer darauf achten, dass vielleicht, wenn du jetzt in einer Gasse stehst und das Licht reflektiert von der Gegenwand, das vielleicht gelb ist oder grün ist, oder rot, dann erscheint dann halt auch das Gesicht von der Karin ein bisschen grünlich, gelblich oder rötlich, was halt nicht cool ist. Schaut sich ein bisschen um. Es ist gar nicht so Hexerei, muss ich sagen. Wir haben da auch unsere Lieblingsgassen, in der wir gerne reinfahren. Und das Outfit ist der König. Es geht um Karin, um das Outfit, um die Produkte. Von dem her, so simpel wie möglich halten wir das. Also jetzt gibt es meine Tipps so, unter Anführungszeichen muss ich da ein bisschen sagen, weil sich jetzt viele denken, ja, was will mir der Georg Teigl da erzählen von Fotografie? Ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Ihr könnt es mir gerne als Laie bezeichnen, von Laie zu Laie. Sag ich mal, seid mutig, spielt mit den Perspektiven, was ich damit meine. Nicht immer nur frontal euer Motiv quasi fotografieren, sondern die besten Shots entstehen eigentlich, wenn sich euer Motiv bewegt, wenn ihr euch bewegt, wenn ihr versucht mal aus der Luft auch zu fotografieren, aus der Hüfte zu fotografieren, geht es näher hin, schaut auf die Details, was für Ringe trägt, was für Muster hat sie vielleicht auf den Mäntel, Shirts, was auch immer. Wie gesagt, die besten Shots entstehen in Bewegung, von dem her straighte Fotos habe ich gar nichts dagegen, mache ich auch öfters. Aber spielt ein bisschen damit, seid mutig und ja, es muss euch wurscht sein, was die anderen denken auf der Straße, wenn ihr euch da austobt quasi. Viel Spaß damit. I know you're smart, you spin me around like an art. You know the pieces, pieces of my heart.